Ich bin Mareile mit dem Geldgarten und heute geht es um die Frage: Haus kaufen oder Haus mieten? Was lohnt sich und rentiert sich am Ende besser? Erstmal vorweg: Egal, ob du ein Haus kaufen möchtest oder mieten möchtest oder Wohnung, ich werde jetzt einfach mal von Haus reden, aber meine damit genauso auch die Wohnung. Es ist egal, was wichtig ist, ist, dass du sparst. Entweder dafür, dass du ein Fundament hast, um eine Anzahlung zu machen, wenn du ein Haus kaufst, oder während du mietest, nebenbei dir ein Portfolio aufbaust von anderen Anlagen, die sich tatsächlich rentieren. Und da den Anfang zu finden, ist, glaube ich, bei ganz, ganz vielen von euch, je nachdem, wo ihr gerade steht, viel mehr ein Knackpunkt als die Frage, ob du später in 10 Jahren mal kaufst oder weiterhin mietest. In jedem Fall musst du jetzt anfangen, einen Teil deines Gehaltes zur Seite zu legen. Das also schon mal vorneweg. Was anderes, was ich vorneweg sagen möchte, ist, dass für mich selber besonders ein Buch bei der Recherche eine Rolle gespielt hat. Ich habe vor so 1,5 Jahren Gerd Kommer gelesen. Der hat ein Buch, das heißt Kaufen oder Mieten, wie sie für sich die richtige Entscheidung treffen. Und das sagt auch schon ganz viel, nämlich, dass es auf dich und deine persönliche Situation ankommt, welches von den zwei Optionen vielleicht besser passt. Es kommt auch darauf an, wo genau du wohnst. Also Stadt und Land sind da nochmal zwei andere Geschichten. Auf dem Land macht es vielleicht eher Sinn als in der Stadt. Also, ich habe für mich persönlich die Entscheidung getroffen, dass Mieten an sich sinnvoller ist. Für mich persönlich, da ich schon sehr gute Gewohnheiten beim Sparen habe. Das heißt, ich gebe mein extra Geld, was ich nun über habe, von etwa 1000 Euro, nicht für weiteren Krimskrams aus, sondern lege es tatsächlich zur Seite. Das heißt, für mich und meine persönliche Situation, besonders zur Zeit, wo ich richtig froh bin, flexibel nicht mit meinem Freund zusammen zu wohnen oder dann vielleicht doch zusammenzuziehen, dann vielleicht wieder Schluss zu machen und sich eine neue Wohnung zu suchen, finde ich Mieten viel, 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 viel praktischer und angemessener. Obwohl ich schon genug Geld zur Seite gelegt habe, um eine Wohnung anzahlen zu können. Also in dem Moment, wo du selber es schaffst, gut zu sparen, ist das Mieten eigentlich, zumindest im Durchschnitt nach Gerd Kommer, die günstigere von den beiden Alternativen. Wenn man so ganz allgemein guckt. Das widerspricht jetzt vielleicht so dem eigenen Gefühl, wenn man guckt und selber überlegt, okay, ich miete gerade für so und so viel Euro und ich könnte am Stadtrand für so und so viel Geld ein Haus kaufen. Aber da musst du halt vorsichtig sein, dass du auch wirklich die gleichen Standort mit den gleichen Wohnungsqualitäten miteinander vergleichst. Ich wohne jetzt zum Beispiel gerade in einer Wohnung, wie ihr seht, die eigentlich richtig frisch renoviert ist, vor 4, 5 Jahren, die super zentral in Brüssel liegt. Ich müsste wahrscheinlich so an die 600.000, 700.000 Euro auf den Tisch legen, wollte ich diese Wohnung kaufen. Und zurzeit wohnen wir hier als zu dritt als WG drinne und ich bin froh, mir die Küche mit zwei anderen Menschen teilen zu können und bezahle einen Bruchteil von dem, was ich bezahlen müsste, würde ich versuchen, diese Wohnung selber abzuzahlen. Selbst wenn ich mir dann noch zwei Leute an Bord hole und noch Einkommen habe, indem ich Mitbewohner untervermiete. Also, schwierig. Und ich habe die Möglichkeit, hier einfach wieder wegzugehen. Oder die Möglichkeit, für die 18 Jahre, wo Kinder im Haus sind, eine größere Wohnung zu mieten. Und in dem Moment, wo ich Rentner bin, alleinstehend wieder, wieder was Kleineres. Das finde ich persönlich spannend. Also ich habe eigentlich Lust drauf, mein Leben in verschiedenen Wohnungen zu verbringen und nicht wirklich für 50 Jahre in genau dem gleichen Gebäude zu sein. Aber das ist meine persönliche Einstellung. Nun kommen wir zum Hauskauf. Der Hauskauf hat drei sinnvolle Seiten. Einmal ist es eine Lebensstilentscheidung. Dann ist es einfacher, in sich schön zu reden. Und drittens ist es ein sogenannter Zwangssparvertrag. Und wenn die drei Sachen eher deinem Geschmack
zutreffen, dann könnte es für dich sinnvoll sein, tatsächlich zu sagen, okay, ich kaufe ein Haus. Das erste ist die Lebensstilentscheidung. Wenn du schon weißt, wo du gerade bist und dass du dort gerne auf langfristige Sicht Wurzeln schlagen möchtest, dann kannst du auch theoretisch direkt kaufen. Besonders wenn du Lust drauf hast, an einem Ort zu bleiben, den zu gestalten, deinen Garten, deinen Supermarkt, alles sozusagen für immer und ewig festzusetzen. Für mich persönlich ist diese Idee von für immer und ewig irgendwie eher abschreckend, aber es gibt Menschen, die daran Spaß haben, denen das gefällt, die gerne so, wenn es halt an die Phase geht, Nest zu bauen für die Kinder, das machen, indem sie sich dieses Nest tatsächlich dann durch ein Haus, erkauftes Haus, erbauen. Aber das ist okay, wenn das für dich der Lebensstil ist, den du möchtest, dann spar so gut du kannst, so viel du kannst, damit du gut anzahlen kannst und nicht so viel als Kredit aufnehmen möchtest. Und lass das mit den ETFs eher sein, weil du da nicht, wenn du in 5 bis 10 Jahren ein Haus kaufen möchtest, dann solltest du nicht in den Aktienmarkt investieren, sagt Gerd Kommer. Wie gesagt, ich habe besonders ein Buch gelesen in der Recherche. Ja. Das andere Problem ist, du kannst es dir schönreden, das mit dem Haus, weil du ja die Fluktuation des Wertes überhaupt gar nicht siehst. Also, ich kann in mein Portfolio reingucken und ich sehe, wie rot es ist und wie es gerade absackt. Das tust du beim Haus nicht. Und du wirst es eigentlich nie verkaufen. Wenn ich eigentlich mit einem Klick alles verkaufen könnte, wenn mir die Nerven zittern, ist es bei dir so, wenn du ein Haus gekauft hast, dass das 20.000 Euro teilweise kostet an Maklergebühren und Notar und so weiter, dieses Haus an jemand anders zu verkaufen, das machst du eigentlich überhaupt nicht. Und selbst wenn es zu einer Scheidung kommt oder Trennung kommt, dieses Haus irgendwie abzustoßen, ist so ein Batzen an Arbeit, dass es eine echte Herausforderung ist. Okay, Endspurt. Noch zwei Argumente dagegen. Nämlich einmal das Risiko, das geklumpt ist. Du hast eine einzige Stadt, eine einzige Wohnung. Was ist, wenn genau dort die Mietpreise, die Wohnungspreise runtergehen? Du musst dieses Ding loswerden. Du wettest nur auf Immobilien. Und besonders wenn ich mir vorstelle, ich müsste mir jetzt ein Haus für 600.000 Euro kaufen, ich würde mein gesamtes Erspartes darin versenken, eben um Zinsen so gut wie möglich zu vermeiden. Denn sonst bezahlst du am Anfang nur Zinsen ab für ein paar Jahre. Also da sind ETFs, die breit ausgestellt sind, wo ich wirklich über verschiedene Bereiche hinweg investiert bin und Real Estate, also Immobilien, nur einen kleinen Prozentsatz ausmachen von 5 bis 10%, viel, viel diversifizierter und viel krisenresistenter. Denn stell dir vor, du bist genau in dem Moment, wo du Geld brauchst. Brauchen alle Geld und keiner kann es sich leisten, ein Haus zu kaufen, dann wirst du dein Haus auch nicht los und du kommst an dein ganzes erspartes Geld gar nicht ran. Denn, und das ist der letzte Punkt, falls ich ihn noch nicht gesagt habe, du kannst kein Stück abzwacken. Du kannst das ganze Ding verkaufen, mit viel Arbeit, aber du kannst nicht finanzielle Engpässe überbrücken, indem du die Hälfte deines Dachbodens verkaufst. Das geht einfach nicht. Und das ist bei ETFs viel, 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 viel einfacher möglich, da zu sagen, oh, ich brauche jetzt gerade 500 Euro, schwupp, sind sie da. Fazit bleibt eigentlich, mach dir darüber nicht so viel Gedanken, lerne einfach zu sparen. Fang an mit dem Drei-Konten-Modell zum Beispiel, am Anfang des Monats 30%, 20% und wenn es nur 10% sind, von deinem Gehalt auf die Seite zu legen. Und ob das dann schlussendlich für ein ETF-Portfolio ist oder für das Ansparen von einem Haus, kannst du dir dann noch später überlegen. Sparen ist der Anfang. Und als Lektüre kann ich, wie gesagt, empfehlen, Gerd Kommer, kaufen oder mieten, wie sie für sich die richtige Entscheidung treffen. Das ist ein bisschen zahlenintensiv, also sehr viel Vorrechnen, ein bisschen trocken, aber das ist genau das, was ich jetzt in diesem Video nicht rüberbringen konnte, nämlich wenn du wirklich nachrechnest, ist Mieten oft praktischer als Kaufen. Gerne abonnieren,
Es tut mir leid, dass ich so eine Mischung habe zwischen auf der einen Seite Videos, wo es eigentlich nur um Haushaltsthemen, um Sparen geht, Labervideos, wie man sie vielleicht nennen würde, und auf der anderen Seite Finanzvideos. Aber wenn ihr die Mischung ertragen könnt, dann werdet Abonnent. Tschüss!